Sensibel, treusorgend, eine einfühlsame Natur, doch auch verletzlich und manchmal nachtragend, familiär und davon erfüllt, Geborgenheit im Kreis der Liebsten zu finden? Treffen diese Krebsqualitäten auf dich zu? Kennst du Menschen, die so sind? Was hat es mit dem Sternzeichen Krebs wirklich auf sich? Welche Bedeutung kommt ihm im Horoskop zu? Welche grundlegenden Merkmale offenbart uns die kabbalistische Astrologie dazu? All dies zeigen wir dir in diesem Video. Und zum Schluss fassen wir dir alle Inhalte, die du zum Verständnis des Tierkreiszeichen Krebs brauchst, übersichtlich zusammen. Brotherhood of the Eternal Light – Ausbildung in den westlichen Mysterien. Cancer – das Sternzeichen Krebs. Im Krebs erstrahlt der Mond. Denn er behütet liebevoll jeden, der hier wohnt. Das astrologische Symbol zeigt die zwei Scheren eines Krebses. Der Krebs ist ein Wasserzeichen. Seine Qualität ist kardinal. Wir nennen es auch Eckzeichen. Sein Beginn markiert den Zeitpunkt der Sommersonnenwende und den Beginn des Sommers. Die Sonne durchläuft das Tierkreiszeichen Krebs jedes Jahr etwa vom 20. oder 21. Juni bis zum 21. oder 22. Juli. Zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende, auch Solstitium genannt, erreicht die Sonne den höchsten Punkt ihrer scheinbaren Bahn in Relation zum Himmelsäquator. Die im Frühling herangewachsene Blüten- und Pflanzenvielfalt muss nun im Sommer behutsam gehegt und gepflegt werden und erhält die entsprechende Zuwendung und Nährstoffe wie Licht, Wasser und Mineralien, um zur Reife zu gelangen. Ein passendes Bild ist es, wie viele Tiereltern mit der Pflege und Aufzucht ihrer Nachkommen beschäftigt sind. Jeder Zyklus hat in der Natur seine wichtige Funktion, und das Prinzip zyklischer Phasen ist eng mit dem Mond, der die Herrscherin des Krebszeichens ist, verbunden. Auch der Krebs als ein Schalentier, den eine schützende Hülle umgibt und der sich zum Schutz zurückzieht, ist ein symbolisches Sinnbild für die Bedeutung dieses Sternzeichens. Der Krebs gehört zum Wasserelement, das vor allem eine aufnehmende und formgebende Qualität verkörpert. Die Ideale des Sternzeichen Krebs sind Sensibilität, Empfängnis und Treue. Die möglichen Probleme des Krebszeichens sind Verletzlichkeit und Anhänglichkeit. Das vierte Haus entspricht dem Krebs. Dabei geht es um das Zuhause, die Heimat und den Ort der Geborgenheit. Die Spitze des vierten Hauses entspricht dem Imum Coeli, der für die Herkunft und Familie steht. Kabbalistische Grundbedeutung. Der Krebs steht mit dem Tarottrumpf, der Wagen, in Verbindung, der unter anderem für das Bewahren und die Treue zur spirituellen Tradition steht. Am kabbalistischen Baum des Lebens finden wir die Zuordnung des Sternzeichen Krebs zum 18. Pfad, der die Sephirot, Binah und Gevurah verbindet. Mythologie zum Sternzeichen Krebs. In der für die Astrologie interessanten griechischen Mythologie tauchen Krebse gelegentlich als Nebenfiguren auf. So beispielsweise in der Herakles-Sage, bei der Herakles während der Erledigung einer seiner Arbeiten im Kampf gegen die vielköpfige Hydra in einem Sumpf zusätzlich noch gegen einen von der Göttin Hera gesandten Krebs kämpfen muss, der ihn angriff. Wie der Name Herakles vermuten lässt, ist seine Herkunft mit der Göttin Hera verbunden. Hier klingt das Thema der Herkunft also an. Herkules ist der Sohn von Zeus und der Alkmene. Zeus' Gattin Hera war eifersüchtig und trachtete danach, den Herkules zu töten. Durch gewisse Umstände jedoch war es Hera, durch deren Göttermilch Herakles seine besonderen Kräfte erlangte. Wir können den von Hera gesandten Krebs als eine im Unterbewusstsein des Herakles wirkende, unausgeglichene Energie betrachten, gegen die er sich bei der Erledigung seiner Aufgaben zur Wehr setzen muss
und die es zu überwinden gilt, damit er bei seinem Auftrag erfolgreich sein kann. Durch sein Unterbewusstsein ist er auch mit dem kollektiven Unterbewusstsein verbunden. Es stellt so etwas wie die Verbindung zu seiner Herkunft als Mensch und als Halbgott dar. Darin finden wir eine astrologische Entsprechung zum Krebszeichen, dem dieses Zeichen zugeordneten vierten Haus und auch zum Mond, der Herrscherin des Krebs. Die Würden beim Krebs. Der Krebs ist das Domizil des Mondes. Der Mond zeigt, auf welche Weise und in welchem Bereich eine Person empfänglich ist und wie sich diese Empfänglichkeit äußert. Das dem Mond zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Lebensbaum ist die Sephirah Yesod. Yesod stellt das Prinzip des Unterbewusstseins und auch des kollektiven Unterbewusstseins dar. Die Grundkraft des Mondes, die Empfänglichkeit, kann sich im sensiblen Wasserzeichen Krebs deutlich zeigen und besonders positiv ausdrücken. Sie äußert sich durch Fürsorge und Verständnis für die Bedürfnisse nahestehender Menschen und auch durch den Wunsch, den geliebten Personen treusorgende Nähe und Wohlbefinden zu schenken. Der Krebs ist das Exil des Saturn, dem Planeten der Disziplin, Selbstbeschränkung und Ernsthaftigkeit. Das dem Saturn zugrunde liegende spirituelle Prinzip am Baum des Lebens ist Bina. Bina stellt das Prinzip der Begrenzung und Strenge und der bitteren Erkenntnis dar. Saturn kann sich im Krebs nicht adäquat ausdrücken. Wo es um Begrenzung geht und darum, sich zu beschränken oder einer strengen Disziplin zu folgen, da finden Sensibilität, Empfängnis und die Fürsorge für andere nicht den rechten Raum. Der Krebs ist die Erhöhung des Jupiters. Jupiter zeigt unsere Moralvorstellungen und unser Weltbild. Das dem Jupiter zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens ist die Sephirah Chesed. Chesed stellt das Prinzip der Güte und Ordnung dar. Im empfänglichen, sensiblen Krebs können die Impulse der Großzügigkeit und der Wunsch nach höheren Wertvorstellungen zu leben auf einen fruchtbaren Boden fallen, reifen und zur Blüte kommen. Im Zeichen Krebs steht der Planet Mars im Fall. Mars ist der Planet der Energie und Willenskraft. Das dem Mars zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens ist die Sephirah Gevurah. Gevurah stellt das Prinzip von Mut und Kraft dar. Die Grundkraft des Mars, Energie und Willenskraft, kann sich im Krebs nicht adäquat äußern, denn die behütende und sensible Qualität des Krebszeichens schwächt die Energie des Mars und er kann dadurch seine Willenskraft nicht durchsetzen. Denn wo es um Sensibilität und Empfängnis geht, kann die kraftvolle, expansive Energie des Mars schnell zu viel werden. Und hier nochmal kurz die wichtigsten astrologischen Bedeutungen des Sternzeichen Krebs auf einen Blick. Der Krebs wird auch Kanzer genannt und sein astrologisches Symbol zeigt die beiden Scheren eines Krebses. Die Sonne durchläuft das Tierkreiszeichen Krebs jedes Jahr etwa vom 20. oder 21. Juni bis zum 21. oder 22. Juli. Sein Element ist Wasser von kardinaler Qualität. Wir nennen es auch Eckzeichen, da es den Punkt der Sommersonnenwende markiert. Das vierte Haus und der Imumkueli ist dem Sternzeichen Krebs zugeordnet. Das vierte Haus und der Imumkueli umfassen die Bereiche der Heimat, der Herkunft, des Zuhauses bzw. den Ort der Geborgenheit. Die Ideale des Krebszeichens sind Sensibilität, Empfängnis und Treue. Die Probleme sind Anhänglichkeit und Verletzlichkeit. Im Krebs herrscht der Mond und im Exil steht Saturn. Jupiter ist im Krebs erhöht und Mars steht dort im Fall. Du bist im Zeitraum vom 20. Juni bis zum 22. Juli geboren? Befinden sich verschiedene Planeten in deinem Horoskop im Krebs? Wie wirken sich diese Konstellationen bei dir aus? Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der viele Planeten im Krebs hat? Berichte uns von deinen Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn du mehr über dein Horoskop herausfinden willst und die Astrologie von Grund auf lernen möchtest,
kannst du sowohl unser Online-Angebot wahrnehmen, als auch zu unseren regelmäßig stattfindenden Workshops kommen. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über dein Like und falls noch nicht geschehen, abonniere jetzt direkt unseren Kanal. Um kein neues Video zu verpassen, aktiviere am besten auch die Glocke. Das waren die wichtigsten Inhalte zum Sternzeichen Krebs. Schau dir auch unsere weiteren Videos zu allen Sternzeichen an. Bis bald beim nächsten Video.